Man muss die Dinge beim Namen nennen. Die allermeisten Babygangs sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es gibt Einheimische auch, die Teil davon sind, aber der Großteil sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die vielfach in Südtirol geboren sind. Da frage ich mich schon, was ist in Sachen Integration passiert? Wir haben immer gefordert, die Elternhäuser mit einzubeziehen. Das hat man nie getan. Viele Eltern wissen nicht einmal, was ihre Kinder betreiben, wenn man sich mit Sicherheitskräften unterhält. Die sagen, wie oft Eltern, auch gut integrierte Eltern sogar, von allen Wolken fallen, wenn sie nachts einen Anruf bekommen, ihr Sprössling ist auf der Questur abzuholen, da er bei einem Einbruch erwischt wurde, minderjährig wohlgemerkt. Wir haben das Problem, dass wir in Bozen, ich kenne die Situation in Bozen, aber wir berufen uns immer auf Bozen und Meran, das Phänomen gibt es in Brixen, gibt es in Sterzing, wir haben flächendeckend dieses Phänomen inzwischen. Wir haben Jugendliche, die ein Vorstrafenregister haben, wo erwachsene Kriminelle neidisch werden würden. Und da frage ich mich schon, wenn ich mir das anhöre, Prävention, Prävention, Streetworker, welche Zukunft haben diese Jugendlichen? Glaubt ihr wirklich, dass wir diese Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt irgendwann integrieren, wenn sie nicht von Jugend an irgendwann einmal auch Grenzen aufgezeigt bekommen? Und hier möchte ich an dem anknüpfen, was Kollege Köllensberger gesagt hat. Anhörung geht mir in Ordnung, aber ich habe einmal angeregt, wie es wäre, wenn man sich vielleicht einmal auch mit dem Jugendgericht diesbezüglich unterhält. Denn die Praxis funktioniert so, dass bei Jugendgericht leider Gottes immer mit einem Skonto geantwortet wird. Wenn ein Jugendlicher, egal was er auf dem Kerbholz hat, etwas aufgeführt hat, der vielleicht noch nicht aktenkundig ist, dann wird er mal beim ersten Mal ein Auge zugedrückt, beim zweiten Mal ein Auge zugedrückt. Der Jugendliche lernt, es gibt keine Konsequenzen für sein Fehlverhalten und da wird ein Unterschied gemacht zwischen einheimischen Jugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Denn bei den einheimischen Jugendlichen werden die Eltern zur Verantwortung gezogen und auch zur Kasse gebeten. Ich habe zig Beispiele, die ich sogar mit Namen präsentieren kann, wo es im Gegensatz zu dem, was Babygangs aufführen, mit Lausbubengeschichten zu tun haben. Aber die Eltern haften und die Eltern zahlen. Und da gibt es Konsequenzen. Und hier haben wir leider Gottes keine Konsequenzen. Und da sind wir als Gesellschaft irgendwo alle mit Schuld. Denn wir wussten es. Wir wussten es von anderen Ländern. Wir wussten und haben immer wieder gewarnt, dass es passieren wird, wie die Gründe dazu kommen und so weiter. Es wurden alle Vorschläge in den letzten 20 Jahren in den Wind geschossen. Es wurde nie hingehört, nie zugehört. Vielmehr wurden Etiketten verteilt, ganz brav, rechtsextrem und Rassismus und so weiter. Aber das Problem gelöst haben wir bis heute nicht. Und Kollegin Amhof, die Streetworker werden das Problem auch nicht in den Griff bekommen, wenn wir nicht jene Stellen, die zuständig sind, wenn es zu spät ist, effektiv auch in die Lage versetzen, dass sie die Dinge auch abwickeln können. Mir hat ein Polizist erzählt, er musste einen 15-Jährigen mit der Handschelle an einen Zaun festmachen, um ihm das Messer zu entwenden und dass er nicht wegläuft. Der hat Probleme bekommen. Der Polizist hat Probleme bekommen, weil man darf einen Minderjährigen nicht so behandeln. Dass er mit dem Messer bedroht wurde, spielt keine Rolle. Und all das steckt hier mit drinnen. Deswegen, wenn man mit Müttern spricht, deren Kinder Schläge bekommen haben von diesen Babygangs, hört euch die einmal an. Die würden applaudieren bei so einem Antrag. Auch wenn er es nicht löst. Aber ich habe Verständnis für diese Forderungen, denn die offizielle Politik schweigt, redet alles klein, mit theoretisch wohlklingenden Sätzen, Prävention, die aber schlichtweg versagt hat. Ich frage mich schon, wie lange wir zusehen möchten.